Der hat einen Ordinator hier. Welch unerwartete kann ich ja gar nichts klauen oder so. Sprecht nur. Balin Andrano, hätte ich den nicht suchen sollen für irgendwas? Keine Ahnung. Wie kann euch dieser arme Händler heute helfen? Ich habe sehr günstige Preise, da ich kürzlich eine Pechsträhne hatte. Ach, das war der. Warte mal, Abbruch. Der Bargold schon zu 100. Aber bei dem waren wir doch noch gar nicht. Geil! Der Bargold schon zu 100. Mal sehen, vielleicht hat er ja irgendwas Schönes. Niedere Seelensteine hat er sogar schon. 2920 Sonnenhöhe. Aha. Haben wir auch noch nicht gelesen. Ja, egal. Erstmal das hier. Pechsträhne. Oh. Okay, die Geschäfte liefen in letzter Zeit nicht gut. Wir bekommen die Lieferungen nicht mehr so regelmäßig wie früher. So sind die Preise für uns ganz schön gestiegen. Dann gibt es noch Jeanne drüben im Fremdenviertel. Sie hat immer Waren, also hat sie auch immer Kunden. Ich würde wirklich gern etwas an dieser Lage ändern. Pechsträhne hatte ich, glaube ich, gerade. Ja, Balandrano, das bin ich. Was kann ich für euch tun? Jeanne. Sie hat einen Laden drüben im Fremdenviertel. Sie hat mir viele Geschäfte weggenommen. Ich glaube, ich habe da eine Lösung, falls ihr eure Hilfe anbietet. Neulich stieß ich auf ein Ding, von dem behauptet wird, es habe magische Eigenschaften. Es ist der Knochen eines Zwerges, der schon lange tot ist. Wenn ihr ihn an einem bestimmten Platz in Jeans Laden legen könntet, dann dürfte er ihr nichts als Unglück bringen. Ah ja, naja... Aberglauben finde ich jetzt persönlich, aber was soll's, machen wir halt. Ich kann euch helfen. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Der Knochen muss in eine Truhe in der Nähe ihres Bettes gelegt werden. Während sie ruht, müsste der Knochen dann seine magische Arbeit tun. Das bringt sie in Schwierigkeiten. Vielleicht mache ich dann endlich mal ein paar Geschäfte. Naja. Haben wir den Knochen jetzt? Tatsache, Zwergenknochen. Da. Balin Andrano bat mich, einen Auftrag für ihn zu erledigen. Er möchte, dass ich den Knochen eines toten Dwemer im Laden einer seiner Konkurrentinnen, der Händlerin Jeanne, einer Rotwartonin, platziere. Er behauptet, dass dies ein ungünstiges Glückstotem für die wohlhabende der Kauffrau sein würde. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein Knochen und das Aberglaube und sie wird sich irgendwann fragen, wie kommt der Knochen da rein. Wird vielleicht ein bisschen Angst kriegen und das war's. Ich habe mich bereit erklärt, den Zwemerknochen in Jeans Laden zu platzieren. Andrano sagt mir, dass ich den Knochen in eine Truhe nahe dem Bett der Kinderin legen muss, damit der Knochen, während sie schläft, seine böse Arbeit verrichtet. Wenn ich jedoch dabei entdeckt werde, wird die Magie ihre Wirkung nicht entfalten können. Lol. Ich glaube, das ist gar kein Zwergknochen, sondern dass er den einfach nur... dass irgendein Knochen von jemandem ist, den er vielleicht getötet hat und dass ihr jetzt in die Schuhe schieben möchte. Ja, was kann ich für euch tun? Glaube ich mittlerweile. So, das hier müsste das Fremdenviertel sein, oder? Ja. Und abwärts. Au. Hey, wir sind nicht zu Knie gefallen. Cool. Jetzt müssen wir die nur noch finden. Eine Händlerin im Fremdenviertel hieß es. Okay, der ist leer. Nehmen wir den da. Okay, jetzt ist das voll. Dann kommen jetzt die Beinschienen dran. Ich vermute mal, dass es irgendwo hier sein wird. In der unteren Bodenstation oder in den Kanälen. Wir waren eh schon in jedem Laden drin. Kanäle, Taverne zum Schwarzen Schalk. Arena Fairness. Lulu, Chabasha, seltene Bücher. Ist also doch nicht hier. Dann gehen wir in die Kanäle. Obere Bodensektion. Kanäle. Nein. Ist er da drüben? Ja. Falsche Richtung. Schönes Gemälde. Oder Bild. Oder was auch immer.
So, das müsste jetzt... Was die hier... Ah, einfach nur geradeaus. Der Segnungen 3 wünsche ich euch. Dankeschön. Seid gegrüßt. Ich stehe zu euren Diensten. Hey, ihr habt hier hinten nichts zu suchen. Das ist mein Privatzimmer. Oh. Jan tadelte mich für den Versuch, ihre Privatgemächer zu betreten und drohte, die Wachen zu rufen, wenn ich ihr nicht fernbleibe. Als sie versuchte, den Weberknochen in die Truhe an Jans Bett zu schmuggeln, wurde ich erwischt. Was? Okay, ich hoffe, das gilt trotzdem. Ich möchte jetzt nicht nochmal neu laden. Ich bin doch da schon drin gewesen. Wann hätte ich denn das letzte Mal gespeichert? Autosave? Oh nee, ich möchte eigentlich nicht nochmal neu laden. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Das war natürlich genau bevor ich nach... halt, ich will nach oben. Bevor ich nach Vivek gekommen bin, nachdem ich geschlafen habe. Was? Lass mich hoch. Jetzt. Das ist natürlich womit ziemlich kann blöd ich dann. Euch helfen? Ich muss dahinter. Aber ich hoffe, wir haben den Knochen abgelegt, dass es trotzdem funktioniert. Akrobatik auf 46 Punkte. So, jetzt noch ein bisschen heilen. Hier noch ein bisschen heilen. Aber ich dachte, man darf nur nicht erwischt werden, wie man das Schloss knackt. Aber einfach nur, dass ich die Tür geöffnet habe, schon erwischt werden. Das ist irgendwie fies. Hätte ich das Schloss erst knacken müssen, hätte sie mich nicht erwischt. Der war... Da links? Nein. War er da? Ja. Mal sehen, was er dazu sagt. Willkommen. Ich mache euch heute einen ganz besonders guten Preis. Die Quest ist abge... Oh Mann. Der Dwemer-Knochen. Jetzt kann ich die Quest nicht abschließen, oder was? Oh Mann. Okay, wenn es denn sein muss, laden wir halt neu, voll für den Arsch. Jetzt müssen wir die letzten 20 Minuten halt nochmal spielen. Mann, darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust. Natürlich habe ich auch vor dem Schlafen gespeichert, also das Autosave ist vor dem Schlafen. Ist natürlich auch sinnvoll, aber egal. Beim Zivilintervention. So. Dann noch möchte ich meine Kettenbeinschienen wieder haben. Ach komm, jetzt muss der Bereich auch noch geladen werden. Da gehen wir auch noch irgendwann hin und durchsuchen alles. Eure Aufmerksamkeit ehrt mich. Arena. So. Dann machen wir das jetzt mal. Aber dieses Mal speichern wir vor und wir werden schleichen und sie wird uns nicht erwischen. Alter, das ist noch immer noch die Arena. Da drüben ist Redoran.
Aber dass sie das merkt, dass wir einfach nur die Tür aufgemacht haben, also das ist echt... Mann, ich dachte, man darf nur nicht erwischt werden, dass man da einbricht. Aber da wir schon drin waren, dachte ich, scheiß drauf, wir waren schon drin. Fertig. So, jetzt müssen wir mit dem hier reden. Nochmal. So. Das waren die Gefängniszellen. Da war auch nichts. Okay, der kommt uns jetzt aber definitiv billiger, glaube ich. Naja. Vielleicht. Ist uns billiger gekommen. Also es ist zu schlecht, um uns da noch was über die beiden was zu lernen. Das wollte ich vorhin eigentlich noch rausfinden, ob wir nichts mehr lernen können oder ob er einfach zu schlecht ist. Welch unerwartete Überraschung. Sprecht. Ich habe mal gedrückt, aus Versehen. Ah, weiter. Zack, zack, zack. So, einfach nur, damit wir alles mal bei denen gelesen haben. Kaiserliches Gesetz. So. Dann war da drüben, glaube ich, noch eine Frau. Mit der reden wir jetzt auch noch. Gescheitert. Schade. So, hier waren wir. So, die letzten 20 Minuten jetzt ungefähr in 5 Minuten durchspielen. So, dann haben wir die auch. Was gibt es, Sera? Okay, und dann sind wir, glaube ich, hier rein und da war der Händler. Genau, so war das. Der war uns tatsächlich von Anfang an zu 100%. Wir haben aber bei dem, glaube ich, nichts gekauft. Zack, 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 zack. Pechsträhne. Chan und Lage ändern. Ich kann nicht helfen. Lebt wohl. Es tut sich. So, jetzt einfach nur noch schnell Tagebuch nachsehen, dass wir es auch gelesen haben. Da muss ich hin. So, wir nehmen diesmal eine Abkürzung. So, das sollte reichen. Dass wir da rüberkommen, hoffe ich zumindest. Unser Rückweg wird allerdings leider wieder der normale Weg sein. Ja, das ist gar nicht mittig. Seht ihr das? Das hier ist nicht mittig. Das hier ist mittig, aber das hier nicht. Ha, ich bin nicht auf den Boden aufgekommen. Ha. So, ich glaube, die war links, oder? Ja, aber hier bei den drei Leuten, da sind wir hochgegangen. Also ist sie auch hier unten. Genau, einfach nur hier geradeaus. Das war sie. Möget ihr das finden, was ihr sucht. Ja, das hoffe ich auch. So, wir speichern jetzt. Wie kann ich euch helfen? Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? So, Zwergenknochen rein da. Tagebuch wurde aktualisiert. Es ist mir gelungen, den Gwemerknochen in Jans Kiste zu legen. Ich lasse es jetzt einfach offen. Fertig.
Gibt es etwas? Warum ich das beim ersten Mal, als ich da drin war, nicht offen gelassen habe? Keine Ahnung. Unter Sonne und Himmel. So. Dann gehen wir jetzt zurück. Halt, da geht es nach oben. Leider ohne Levitation. Also brauchen wir ein bisschen länger für den Weg. Und runter. So, dann Ring der Heilung. So, passt. Mal sehen, was er jetzt sagt. Wo war er? Ich glaube da, oder? Nein, natürlich nicht da. Er war da. Händler, so. An diese Lage ändern. Ihr habt es geschafft? Ausgezeichnet. Ich bin mir sicher, dass meine Geschäfte nun zunehmen werden. Hab Dank, mein Freund. Hier ist eure Bezahlung, wie versprochen. Damit könnt ihr anderen tiefen Schlaf versetzen. Wann immer ihr es wollt. Amulett des Schlafes. Oh. Cool. Ich bin zu Balen Andrano zurückgekehrt und habe meine Belohnung abgeholt. Ein Schlafamulett. Amulett des Schlafes. Ausdauer entziehen. 1 bis 15 Punkte für 3 Sekunden auf Ziel. Das ist echt für einen Arsch. Willkommen. Ich dachte, das ist echt geil, ein Schlafzauber. Und dann ist es einfach nur Auszauber entziehen. Also das verkaufe ich ihm gleich wieder. Der mag mich eh zu 100%. Also gleich wieder verkaufen. Hier, kannst du behalten. Ach, das ist... Nee, vorhin waren es 13, oder? Weiß ich nicht mehr. Einfach nochmal den Taschenrechner auspacken. Also das Handy. Ja doch, waren 19. Nein. 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 Auch nicht. Jetzt darf es aber... Nein. 12. Welch unerwartete Überraschung. Sprecht nur. Der hat nicht mit sich falschen lassen. Also echt mal, was ist das für ein Geizhals? Was haben wir denn hier? Moment mal. Ich weiß gar nicht mal, wohin die Tür führt. Vielleicht würde die sie auch irgendwohin weiterführen. Ihr bringt mir Nein, Glück. Es ist eine normale Wie Tür. Wie kann ich... Der Schmied. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Kommt. Sagt, was ihr wollt. Oder geht. Okay. Am Sivivinder, ich bin Savart. Macht euch keine Gedanken. Vivek ist selbst für uns, die wir hier leben. Manchmal verwirrend. Sucht ihr einen bestimmten Ort oder jemand bestimmten? Reparieren möchte ich jetzt nicht. Hast du irgendwas Tolles zum Handeln? Ja gut, lassen wir mal. Aber überzeugen möchte ich ihn. Ich bin Savart, Schmied und verschworener derer, die man oft einfach Fürst aus Redoran nennt. Habt ihr schon das über die arme Jeanne gehört? Niemand will mehr in ihren Laden gehen. Man sagt, es würde dort spuken. Echt jetzt? Der Knochen hat funktioniert? Tatsache. Hätte ich nicht gedacht. Wir gehen nachher nochmal zu ihr. Den Knochen, den hole ich mir. Ein Spukknochen. Wer kann schon behaupten, der hat einen Spukknochen? Den hole ich mir. Und dann lege ich ihn neben meinem Bett. Und dann spiele ich mit dem Geist, was weiß ich, Schach oder so. Und wenn er mir blöd kommt, dann treibe ich ihn halt aus.
Jeanne, sie ist eine Händlerin im Fremdenviertel. Aber das machen wir nicht jetzt. Also jetzt machen wir erstmal weiter. Wenn wir die Insel zum Beispiel fertig haben, dann können wir das machen. Schmied, den Beruf kennen wir schon. Okay, ich bin neugierig. Speichern. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Kann ich die öffnen, ohne dass sie mich angreifen? Ja. So, was gibt es hier? Oh, der hat coole Waffen. Zumindest vom Aussehen her. Knochenstiefel. 31 Rüstung. Ah, nein. Schwere Rüstung. Dreuch, Brustharnisch, Rüstungswert 84. Alter, ist der Helm. Oh, Brustharnisch hat aber auch dran. 27. Ja gut, halbes Kilo mehr, aber egal. Neuer Brustharnisch. 35. 31. 35, 33. Das ist alles so schlecht. 35, Knochenturmschild. Oh, Schmiede haben wir das hier längst. Metalleimer. Okay, wir haben jetzt eine neue Rüstung. Das ist eine Droik-Rüstung. Besser ist als eine Ork-Rüstung. Aber der Droik-Keule ist so einfach nur für den Arsch. 1200 gegen 900. Nicht schlecht. Verkaufen wir den Ork-Bruster nicht gleich bei ihm. Ach nee, nicht bei ihm. Bei ihm haben wir jetzt gerade den Bruster. Habt ihr Elfen gesehen? Der wird dann sagen, hier, das ist gestohlen. Das lassen wir lieber.